Was bedeutet Tanzen für euch? Spaß. Ja. Seit wann tanzt ihr jetzt? Seit 9 Jahren, 11 Jahren. Also bei mir ist es halt auch die Körperbeherrschung. Mhm. Halt irgendwann, ich stehe schon in Ballerina-Haltung und so, und das kommt halt auch erst mit der Zeit. Und ich denke, deswegen ist auch immer ein Grund, weiterzumachen und so. Also beim Ballett hat man ja beides, Modernes und Klassisches, und ich glaube, die Mischung macht es eigentlich sehr schön. Ja, für mich bedeutet es halt Eleganz und Spaß am Tanzen. Tanzen bedeutet für mich träumen mit dem ganzen Körper. Und für mich ist es was ganz Besonderes, einfach auch um Gefühle auszudrücken. Tanzen bedeutet für mich, aus mir rauszugehen und mich auszudrücken. Ich habe als kleines Mädchen schon angefangen, ich glaube, ich war so 5, bei Barbara. Und dann habe ich auch irgendwann pausiert und bei Barbara wieder angefangen. Also ich wollte unbedingt wieder anfangen zu tanzen. Ich habe im Internet die Tanzschule von Barbara gefunden. Ich kam hin und sie hat mich sofort mit offenen Armen empfangen. Und das war für mich auf jeden Fall der Grund, da zu bleiben und mir das noch mehr anzugucken. Und sie hat mich auch gleich integriert bei der ersten Stunde, und das fand ich total toll. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Ich hatte irgendwann andere Interessen und Pubertät, da findet man sich ja erstmal und muss schauen, was man eigentlich will. Und dann hat mir mein Körper ganz deutlich gesagt, er möchte wieder tanzen. Es war wie nach Hause kommen.